Wahrnehmen, Denken und Handeln beeinflussen die Verschaltung der Nervenzellen unseres Gehirns. Diese Verschaltung wirkt wiederum auf unser Wahrnehmen, Denken und Handeln. Das gilt auch für unser Gedächtnis. Ernie und Bert, Tim und Struppi, Batman und... Unser Gedächtnis liefert zuverlässig den einen Inhalt zum anderen. Unter der Lupe der Hirnforschung zeigt sich, wie dieser Prozess auf Zellebene vonstatten geht. Betrachten wir hier ganz vereinfacht die Signalübertragung zweier Neurone im Hippocampus. Präsynaptisch, also von Seiten des Senders, werden Botenstoffe ausgeschüttet, die sich postsynaptisch, auf Seiten des Empfängers, an einem Rezeptor anlagern. Dadurch öffnet sich ein Kanal und eindringende Ionen lösen ein Potential aus. Tritt ein Impuls regelmäßig auf, kann dies zu einer Veränderung der Synapse führen. Ein Prozess, der ausgelöst werden kann, ist die Langzeitpotenzierung. Sie ist für Lernvorgänge entscheidend. Damit diese Langzeitpotenzierung stattfinden kann, bedarf es der zusätzlichen Aktivierung des NMDA-Rezeptors. Das geschieht nur, wenn die postsynaptische Zelle feuert, während gleichzeitig präsynaptisch weiterhin Botenstoffe ausgeschüttet werden. Der NMDA-Rezeptor wirkt so als Koinzidenzdetektor. Damit kann ein Prozess in Gang gesetzt werden, in dessen Verlauf ein Second Messenger, ein zweiter Botenstoff, innerhalb der Zelle zum Zellkern wandert, wo er, hier ganz vereinfacht dargestellt, die Synthese neuer Proteine in Gang setzt. Diese Proteine wandern zurück zur Synapse und sorgen dort für deren Ausbau. Auf diese Weise wird die Synapse gestärkt und ist künftig leichter aktivierbar. Der Effekt wird noch dadurch gesteigert, dass ein ähnlicher Prozess auf der präsynaptischen Seite abläuft. Das hatte bereits Donald Hebb 1949 vermutet und vorab formuliert: Neurons that fire together, wire together.